Tag Nummer 12 und sportlich geht es weiter, denn hier seht ihr Virtua Tennis 2, für die PlayStation 2 auch. Sogar die Konsole ist die gleiche. Ich habe mit Tennis eigentlich überhaupt nichts am Hut. World Tour, genau. Mit Tennis habe ich eigentlich wirklich gar nichts am Hut, aber ich habe damals für den Sega Dreamcast, ja, Spiele erstellen ist okay. Alles gut. Für den Sega Dreamcast habe ich damals Virtua Tennis 1 gespielt und das war echt gut. Als ihr gesehen habt, dass für die PlayStation 2 der zweite Teil rauskommt, fand ich das echt toll. Wir lassen ihn jetzt einfach erstmal so, weil es soll ja schnell gehen. Ja, wir müssen uns eine Frau und einen Mann erstellen. Oh mein Gott, die hat keinen Hals, die Frau. Irgendwas stimmt mit den Proportionen. Ich weiß auch nicht. Irgendwas sieht da komisch aus. Egal, ja. Ja, ist okay. Also was an dem Spiel einfach so geil ist, ist das Gameplay, also die Ballphysik und sowas. Ich habe auch nicht die geringste Ahnung. Komm, hier schön in das Herzen Afrikas, genau. Steht nichts an, okay. Was wollte ich sagen? Genau. Ich habe mit Tennis nichts am Hut, aber das Gameplay ist einfach der Hammer. Und hier gibt es halt diesen World Tour Modus. Kann man auch übrigens zu zweit, sogar zu viert spielen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, da können wir uns Sachen kaufen, aber wir haben noch nicht wirklich Geld. Oben sehen wir auch 300 Rang mit Mann und Frau. Wir haben natürlich auch keine Namen. Und ja, es ist einfach geil. Und vor allem jetzt gehen die Kirchenglocken gerade raus an, was noch viel geiler ist. Nein, vorher, bevor wir irgendwelche Gegner bekämpfen, damit wir irgendwie aufsteigen, müssen wir nämlich den Trainingsmodus machen. Und hier gibt es dann zum Beispiel einmal dieses Stompman, Footwork Training, Volley Training, genau, Aufschlagstraining und nochmal Fußtraining und nochmal Volley Training und nochmal Schlag. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Tennis nicht aus. Aber ich möchte euch das einfach nochmal kurz zeigen. Besiegen Sie die Maschinenbrigade mit Volleys. Ich glaube nämlich, das ist jetzt so ein bisschen was wie Space Invader, nur dass wir nicht beschossen werden. Vielleicht. Ja, genau. Ich mag das. Wie geht das? Okay. Ja gut, Volleys aus der Luft direkt. Wir haben Zeitdruck, was natürlich nicht so geil ist. Und also gerade die Trainingsmodi sind gar nicht so leicht. Vor allem zu Beginn, wenn man noch nicht sehr viel drauf hat, ist das wirklich alles andere als leicht. So, komm, komm. Doms! Jawohl, wir haben es geschafft. Und wenn wir das nämlich geschafft haben, sieht man, aha, aha, aha. Volley ist jetzt besser geworden mit einer Hand. Jetzt haben wir natürlich nur die Frau trainiert, aber wir können mal kurz auch nochmal auf den Kalender gucken. Startband vom Kalender. Ja, jetzt haben wir hier ein Turnier, da müssen wir mindestens 250. Platz sein. Ich brauche nur irgendwas. Ah, hier, guck mal, in der nächsten Woche gibt es was für die Männer. Das heißt, ich trainiere den Mann auch mal eben gerade. Aber, ja, ich will den Panzer kaputt machen. Schlagen Sie die gelben Bälle zurück und besiegen Sie den roten Bosspanzer. Ich finde das so geil. Ich habe da wirklich Stunden mit verbracht früher. Ich hätte es mal aus der Bibliothek liegen gehabt. War der absolute Hammer. Poff! Poff! So, der ist schon mal Geschichte. Ich hatte früher echt Schwierigkeiten, die Dinger kaputt zu machen, die Panzer. Weil der hält auch ganz schön viel aus, der scheiß rote Panzer. Mein kleiner roter Panzer steht draußen am Balkon. 12 Sekunden haben wir noch, okay. Oh, komm. Naja, kriegen wir leider nicht Platz. Aber selbst wenn das Training nicht... Doch! Sauber! Sehr gut. Wenn wir das Training nicht schaffen, ist es auch nicht so schlimm. Wir kriegen trotzdem Erfahrungspunkte. Das hat sogar richtig was gebracht. Ich bin erstaunt. So, jetzt können wir das erste... Okay, 2 Rounds, 2 Games, 2 Win. Okay. Jetzt können wir das erste Turnier starten. Und es gibt hier ein Preisgeld von 20.000 Tacken. Und damit können wir uns Equipment kaufen. Also bessere Schläger und sowas. Und es ist dann wiederum in anderen Sachen verbessert. Und das ist einfach total geil. Ich mag das Spiel. Wirklich. Es ist sehr kurzweilig. Da sieht man hier Power, Angle, Control, also Kraft, Winkel und Handling. Aber ich habe leider noch kein Geld und kann mir nichts kaufen. Kann man sich auch hier andere Klamotten kaufen und all so ein Gezumpel halt. So, das mache ich dann mal eben. Gegen Handman. Ich kenne mich mit den Tennisspielen auch überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, ist er noch aktiv? Das Spiel ist mittlerweile bestimmt schon 12 oder 13 Jahre alt. Also Federer gab es zum Beispiel noch nicht. Hier gibt es noch die Williams-Geschwister. Wumms. So, du kleines Stückchen. Poff. Direkt ans Netz erstmal schön. Bums. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Das ist auch so geil, wenn man das gegen einen Kollegen spielt, ne? Das ist einfach nur der Hammer. Das sind einfach so Adrenalinschübe bei dem Spiel. Vor allem, wie gesagt, auch wenn man mit Tennis gar nichts am Hut hat. Ich habe noch nie ein Tennisspiel gesehen. Doch, ich habe jetzt gelogen. Eins habe ich gespielt, eins habe ich gesehen auf Videokassette, aber auch nur, weil es nach einem Film kam. Ich glaube, das war Sabatini gegen Steffi Graf irgendwann. Und was für ein Turnier das war, ich habe nicht die geringste Ahnung. Es ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Anfang der 90er oder in den 80ern vielleicht sogar noch. So, das war's. Sehr gut.
Ich habe die Punktevergabe beim Tennis eigentlich noch nie verstanden. Also ich weiß, es gibt 15, 30, 45 oder sind es nur 40? Dann gibt es, glaube ich, nochmal eine Runde. Oh, upsa. Ja, okay. Fuck you. Und wenn wir ein Gleichstand ist, dann gibt es ja irgendwie noch eine Stichrunde. Das ist dann Deuce. Und dann gibt es noch ein Ass. Ah, mach mal ein bisschen mehr Power. Genau so will ich das sehen. Ne, 40. Doch, 40. Stimmt. Das habe ich dann erst richtig gepeilt, warum es da nicht 15 Punkte gibt. Wenn es bei jeder anderen Runde auch 15 Punkte gibt. Tennis ist einfach eine Wissenschaft für sich. Fops. Die. Die. Wollen wir hier einen Lob machen? Heißt das Lob, wenn man so hoch macht? Aber der will ihn nicht hoch machen. Und tschüss. Ja, das war's. Sehr gut. Erster Satz gewonnen. Ja, jetzt spielen wir hinten. Das Spiel wird hinterher noch richtig schwierig. Tommy Haas gibt's noch. Stimmt, ist der Haas noch aktiv? Ich weiß es nicht. Muss ja blutjung gewesen sein. Verdammt. Ich muss ihn erstmal aufkommen lassen, lieber. Oha, da macht ihr hier Skillshots hier, oder was? Ja. Und nein. Komm schon. Und der ist gut. Der ist gut. Ja, okay. Und mein Gott, mach doch mal ein bisschen mehr Power, Junge. Ja. Also man kann hier auch verschiedene Schlagarten machen. Also nicht nur drauf wichsen. Sondern man kann auch schön, ja, halt so eine Art Lupfer machen. Ich glaube, hiermit kann man eben so ein bisschen einschneiden mit dem. Und das ist jetzt so ein Lupfer. War gar nicht mal so schlecht eigentlich. Oh, schade, Mr. Handman. Ah, ja gut, aber unser Typ hat da natürlich noch nichts drauf. Ist klar, dass wir jetzt hier das nicht... Ui! Direkt, so aus dem Affekt heraus schaffen. Ja, das war's. Sehr gut. Okay, die erste Turnierrunde ist jetzt schon fast gewonnen. Boah, ich glaube, ich zocke gleich wieder offscreen. Ich hab jetzt gerade voll Bock auf das Spiel. So, du Penner. Da, hier, middle finger in your face. So, das ist es eigentlich schon. Also, das mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Wafter, keine Ahnung. Ja, für alle, die es interessiert, ich werde jetzt gerade nochmal aus hier rausgehen und werde dann nochmal ins Hauptmenü gehen, um zu gucken, was für Leute es hier gibt für Tennisspieler. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. So, machen wir hier Exhibition, Singles. Ja, ist okay. Ah, ja, ist okay. Wen haben wir denn hier? Wir haben Patrick Wafter. 72, der wird wahrscheinlich nicht mehr aktiv sein. Handman, na, glaube ich auch nicht mehr mit 40. Piolin, oh, 69, alter Vater. Kafeldikov, alle schon echt alt. Tommy Haas, der könnte noch aktiv sein. Der könnte noch aktiv sein. Enquist, Norman, ja, ich weiß nicht, wie alt Tennisspieler werden, bis sie dann Schläge abgeben. Keine Ahnung. Moya, also wenn es Fußball wäre, wäre hier wahrscheinlich gar keiner mehr. Ja gut, der Haas vielleicht. Stevenson, auch von 1980, die war noch richtig jung beim Spiel. 1,85! Voll die Amazone, leck mir am Arsch. Dann Aisuyama. Was ist das denn für ein Name? Arantxa Sanchez Vicario? Mary Pierce? Monica Seles? Lindsay David Paul? Irgendwie so ein bisschen mollig, ne? Und hier kommen die beiden Williams-Frauen. Ja, das war's eigentlich. Also wirklich ein sehr geiles Spiel. Das kriegt ihr für ein Apfel und ein Ei. Wirklich, ich habe mal bei Amazon heute geguckt. Gebraucht kriegt ihr das für 88 Cent. Plus 3 Euro Porto, okay. Und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Ich habe die neueren Teile bisher noch nicht gespielt. Ich habe neuere Virtual Tennis Teile da. Aber wenn die sich so entwickelt haben wie die Produktzuckerteile, würde ich euch davon abraten und lieber das hier spielen. Weil das hier ist echt noch wie der erste Teil. Gut, das war's dann auch schon. Morgen gibt es dann das nächste Video am 13. Ja, und vielleicht sieht man sich dann ja, ne? Tschüss.